En invierno las temperaturas bajan, pero no es una razón para quedarse en casa. En Latino TV les mostramos uno de los deportes más tradicionales en Alemania, Austria y Suiza. Además, una alternativa perfecta para pasar una tarde navideña en familia, Eisstockschießen. El invierno no es excusa para no hacer deporte. Para ello en Austria contamos con una larga y extensa tradición de deportes de invierno. Hoy vamos a conocer uno de esos deportes que parece ser que está muy divertido y es el Eisstockschießen. Nos vinimos aquí al centro de la ciudad, al Donaukanal, para conocer este deporte en el Badeschiff. Acompáñeme a conocerlo más de cerca. Ja, wie sich das Eisstockschießen tatsächlich genau entwickelt hat, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Allerdings kenne ich das aus meiner Heimat. Ich komme aus der Steiermark und da war es so, dass die meisten Gasthäuser, die in Gräben, in Tälern sind, die viel Schatten haben im Winter, dann Eisstockbahnen für ihre Gäste gemacht haben, die einfach Wasser aufgespritzt haben auf eine gerade Fläche und dort ist dann Eisstockschießen gemacht worden. Und ansonsten kenne ich es auch zum Beispiel vom Weißensee in Kärnten oder im Mühlviertel, wo auf Seen, auf großen Eisflächen, die im Winter zufrieren, einfach ein Teil vom Schnee weggeschoben wird und dann dort Eisstockschießen gegeben hat. Das ist ein ganz klassischer Eisstock, ein Holzeisstock aus Birnenholz. Und dann gibt es diesen Holzklotz, das ist die sogenannte Daube. Das Ziel ist, mit einem Eisstock so nah wie möglich an die Daube zu kommen. Im Prinzip spielt man normalerweise 4 gegen 4. Wenn es weniger sind, dann kann man trotzdem mit 4 Stöcken. Also jedes Team hat immer 4 Stöcke zur Verfügung. Man spielt in sogenannten Kehren. Das sind die Runden, die man spielt, also eine Kehre ist, dass man alle Stöcke hinausschießt, die nächste Kehre wieder rein. Und ein Spiel, ein ganzes, besteht dann normalerweise aus 5 Kehren circa. Ja, wenn man zu uns kommt zum Eisstockschießen, braucht man eigentlich nur gute Schuhe, Winterschuhe, die einfach warm sind und auch eine rutschfeste Sohle haben. Eine dicke Jacke, am besten, sage ich mal, das sogenannte Zwiebelprinzip, dass man mehrere Schichten anhat, dass einem nicht kalt wird. Und ansonsten haben wir alles da, die Eisstöcke, die Daumen und das Eis. Wir haben viele ältere Leute, die zum Eisstockschießen kommen, weil sie das schon sehr lange machen und sehr in jüngeren Jahren auch gemacht haben, am Land zum Beispiel. Es kommen aber auch sehr viele junge Leute, Studentengruppen. Für diese Woche hat sich auch eine Familienfeier angesagt, wo viele Kinder dabei sind. Wir haben auch kleinere Stöcke, also es gibt ja unterschiedlich große Stöcke. Wir haben auch Kinderstöcke hier, also es ist auch für Kinder möglich theoretisch. Es ist ganz unterschiedlich und es kommen wirklich quer durch jedes Alter, quer durch alle Berufe kommen Leute zu uns. Wir haben am Badeschiff jetzt das 4. Jahr, die Eisstockbahnen. Bis jetzt haben wir sie immer nur am Festland drüben gehabt, da haben wir noch eine Eisfläche, die auch zum Kindereislaufen ist untertags und am Abend dann zum Eisstockschießen, 2 Bahnen und heuer zum ersten Mal auch hier im Pool direkt am Wasser. Im Prinzip kann man ab November bis März bei uns Eisstockschießen. Heuer haben wir den Start am 5. November gehabt und es wird bis ca. 15. März gehen. Informationen zu unseren Eisstockbahnen und zum Eisstocksport und zur Reservierung gibt es bei uns auf der Homepage www.badeschiff.at. Da gibt es auch ein Online-Reservierungssystem, wo man einfach ein freies Feld anklickt und dann reservieren kann. Wir haben ein spezielles Angebot jetzt von 12 bis 16 Uhr, also nachmittags, und auch die ganzen Weihnachtsferien, also von 24. Dezember bis 8. Jänner. Da kann man sich auch immer wieder auf der Homepage informieren.
En esta edición de diciembre no podría faltar el tip navideño, los mercados de Navidad. Nuestras reporteritas Matilde y Abril estuvieron recorriendo los mercados más emblemáticos de la ciudad. Esta es la nota.